Hallo und herzlich willkommen bei Windows Party. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie unter Office einen Filter einstellen können. Wir zeigen Ihnen mal hier ein kleines Beispiel. Das heißt, ich verwende hier jetzt zum Beispiel, dass ich sage Namen Hans So, natürlich sind das nur Beispiele, wie gesagt. Und jetzt kommt hier diese Spalte, dass ich sage Zahlen, das sind jetzt irgendwelche Zahlen. Sagen wir, ich sage die Postleitzahl, ja. Und dann kommen hier nochmals Zahlen wie. Oder ich kann hier das Ganze auch eingrenzen, dass ich sage hier wieder Namen, dass ich eingebe, weibliche Namen zum Beispiel. Dann nehmen wir hier noch Sabine. Hier nehmen wir, wie gesagt, das sind jetzt nur Beispiele, damit wir Ihnen zeigen, wie Sie einen Filter setzen können unter Office oder Excel halt in diesem Fall. So, dann nehmen wir hier noch drei Namen. Ich nehme hier zum Beispiel noch diesen hier. Dann nehmen wir noch und Altraut. So. Und hier nehme ich jetzt wieder irgendwelche Zahlen. Ja. Und hier nehme ich jetzt Wochentage. Ich sage hier Montag, Dienstag, wieder Montag, Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag und Montag. So, stellen Sie sich vor, jetzt haben Sie hier natürlich eine Spalte, die wesentlich länger ist, die bis 50 oder 100 oder länger geht, ja. Und jetzt sage ich, jetzt habe ich den Überblick verloren. Ich hätte gern sortiert alle Montage. Das Erste, was wir hier machen, wir klicken hier links drauf. Dann gehen wir hier auf Sortieren und Filtern. Und dann sagen wir hier Filtern. Das haben wir gemacht. Und wenn wir jetzt hier drauf klicken, da sehen Sie jetzt Pfeile überall. Dann klicken wir jetzt drauf. Nehmen hier bei alles aus, wie das hier hinweg. Und ich sage, ich hätte gern nur Mittwoch. Oder nur Dienstag. Und auf OK, dann sehen Sie, es erscheint nur Dienstag. Wenn ich hier wieder drauf klicke und ich sage, ich möchte nur Mittwoch, mache ich ein Häkchen, dann sehen Sie alle Mittwoch. Oder eben nur Montag, da habe ich dann mehr, dann sehen Sie das. Und das Gleiche kann ich natürlich mit allen machen, dass ich sage, hier hätte ich gern nur die Claudia. Und dann werden mir natürlich auch nur die Claudia angezeigt. Ja. Jetzt habe ich die Brigitte auch drinnen. Die habe ich vergessen rauszunehmen. Und natürlich können Sie auch hier die Zeile fixieren. Das heißt, wenn ich scrolle, ich möchte das hier zum Beispiel, wir nehmen mal den Filter wieder weg. Ich möchte, wenn ich scrolle, dass hier Hans oben bleibt. Ja. Beispiel. Dann klicke ich hier drauf. Und gehe hier auf Ansicht und dann sage ich hier Fenster einfrieren. Dann klicke ich hier oben, Fenster einfrieren und so. Jetzt habe ich genau das Falsche gemacht. Natürlich muss ich hier drauf klicken, wo ist die Zeit. Und jetzt sehen Sie, bleibt Hans oben. Also ich mache es wieder rückgängig, damit Sie sehen, wie das geht. So, ich klicke hier auf. So, wir müssen natürlich hier den Filter zuerst. Ich war zu weit weg. So, wir klicken hier auf Hans, dann klicke ich auf Ansicht und dann auf Fenster einfrieren und dann hier oberste Zeile einfrieren. Natürlich kann ich auch die erste Spalte so, oberste Zeile und wenn ich jetzt scrolle, bleibt Hans. Wenn ich das rückgängig machen möchte, dann Fenster einfrieren, Fixierung aufheben. Jetzt kann ich zusätzlich noch den Filter einfügen, das heißt, ich klicke auf Start
dann auf Sortieren und Filtern wieder und Filtern. Und jetzt habe ich hier wieder meinen Filter. Also Sie sehen, geht ganz, ganz einfach. Eignet sich hervorragend, wenn ich mehrere Dateien habe und ich diese sortiert möchte und ich den Überblick verliere, so kann ich das Ganze hier bestens filtern. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power.de Team.